Jeder von uns kennt ihn, den Bumerang. Und wir haben uns bestimmt alle schon mal gefragt, wie soll das überhaupt funktionieren? Mario wirft ihn einfach so, um Sachen damit einzusammeln, aber habt ihr schon mal im echten Leben jemanden gesehen, der das auch kann? Ich nicht. Also wollte ich lernen, wie man einen Bumerang wirft. Also zack, bestellt und schon war das Ding da. Okay, und hier ist das Ding. Boom. 5 Euro von Amazon. Ich bin gespannt, ob das Ding wirklich funktionieren wird. Und einen Tag später, voller Motivation und ohne Regen, ging es los. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, ich habe mir einfach den erstbesten Bumerang auf Amazon bestellt und mir nicht eine Sekunde angeschaut, wie man das Ding überhaupt werfen soll. Ich wollte alles selbst herausfinden. Ich habe mir das jetzt folgendermaßen überlegt, ne? Dass man erst das so nimmt und dann so quasi mit der Handinnenseite das so rumwirft. Also so. Okay, Stunde 0, erster Versuch. Let's go. Ja, okay, warte mal. Er hat schon so einen kleinen Bogen gemacht. Aber auch über 100 Minuten später musste ich dem Bumerang immer noch hinterherrennen, um ihn zurückzuholen. So war das natürlich nicht geplant, zumal es auch enorm warm war. Und als es dann später wurde, musste ich ohne Erfolg nach Hause zurückkehren. Was hatte ich falsch gemacht? Kann einen Bumerang zu werfen und zu fangen wirklich so schwer sein? Bei Linkshändern ist es so, es funktioniert nicht, indem ihr das Ding einfach nur umdreht und in die Lenkerhand nehmt. Dazu braucht ihr einen speziellen Linkshand-Bumerang. Der fliegt dann. Nun ja. Ich hatte also alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Abwurfwinkel, Haltungswinkel und zu guter Letzt bin ich auch noch Linkshänder, wodurch es völlig unmöglich für mich war, den perfekten Wurf hinzubekommen. Let's go, wir sind zurück. Jetzt gibt's den nächsten Versuch, nachdem wir das Video angeguckt haben. Mal gucken. Also das ist wirklich ein Scam, dass man das nur mit rechts machen kann. Okay, jetzt gibt's den Versuch mit rechts. In den Boden geworfen? Warte mal, muss der gewölbte Part außen sein oder innen? Und wieder einmal wurde es nichts. Geht der Bumerang überhaupt? Ist es zu windig? Werfe ich falsch? Okay. Wir haben jetzt das erste Mal, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass wir dem Ziel immer näher kommen. Und da war's. Nach 2 Tagen und über 4 Stunden Werfen hatte ich es endlich geschafft. Ich habe einen Bumerang geworfen und wieder aufgefangen. Und ja, es ist wirklich schwieriger, als es aussieht. Doch wenn man es einmal kann, dann lässt man es leicht aussehen.